Willkommen zurück zu Let's the Chief Honeypoo. Ja, wir sind hier, glaube ich, fertig geworden. Jetzt ist nur die Sache, nächster Tag. Wen wollten wir nochmal maxen? Ich glaube, ich bin einmal zufälligerweise nochmal in Eiko gerannt. Und hoffe mal. Alright, you better come visit me tomorrow. Dass das nicht so wirklich die Auswirkung hat auf das Achievement. Alle erledigen bis dem und dem Zeitpunkt. Same shit, different day, eh? Weil, wir sollen ja in 18 Tagen, glaube ich, war das für das Achievement, alle fertig haben. Alle 12 Charaktere. Und ich glaube, einmal darf man da nicht failen. Ich habe es nicht genau ausgerechnet, aber ich denke es mal. Und wenn, dann ist es halt so. I couldn't fall asleep last night for shit. I was reading all these creepypastas online and then I just kept hearing like noises and shit. I'm so tired. Ja. Es ist noch ein Bild, das ich wirklich mag und so. I'm so excited. I just got signed to do a solo vid for a pretty popular site. They saw my banana set and had to have me. Sure. Banana. Dann wollen wir doch mal einkaufen. Jojo, Sudoku-Buch, Sketchbuch, Chopsticks. Und das reicht. Hoffe ich mal. You stupid jerk! I love it! Oh shit! Now I have to get you something. How did you get your hands on this? Das hätte ich vielleicht zuerst machen sollen. How did you know? For more honey! So, aber wir haben ja jetzt was Neues bekommen. Convert all broken hearts into sentimental tokens. Mal gucken, was haben wir hier? Mehr Sexuality und Talent. Talent kann man ja jetzt rausnehmen. Ein Move for every four kind. Das lasse ich auf jeden Fall drin. All broken hearts to passion. Remove all broken hearts. Increase passion amount tokens. Die runterkommen, das finde ich nicht. Da kann man das hier ruhig reintun, auch wenn es 6 kostet. Consume all romance tokens on the grid. Sag mal so, reinnehmen. Die anderen können wir ja auch noch anders nicht gebrauchen. So. Ich muss merken, Eiko, jetzt nur noch in der Nacht. Nach diesem hier, wenn es erfolgreich wäre. Ja, es sieht besser aus. Whatever. Ja. Drittes Date. Ich hoffe mal, das wird erfolgreich. Ach, schon wieder Hiking Trial. I hope I don't get any shit on this outfit. Niemals. So, dann wollen wir doch mal. Ich sehe hier schon 4er. Wenn ich mir damit quasi die Glocken verbaue, aber scheiß drauf. Okay. Alter, wenn diese Reihe jetzt noch. Oh mein Gott, runter könnte. Das wäre so awesome. Aber gut, machen wir das so. Machen wir das so. Das hier würde ich auch gerne machen, aber da will ich ja immer etwas mehr Passion haben, bevor ich das mache. Oh mein Gott, so viel Sentimental auf einmal auch. Nehmen wir das doch. 15 Sentimental, das passt doch. So, dann würde ich sagen, I move for every four of a kind. Auch wenn das hier nicht schlecht wäre, das können wir auch noch machen. Geil. Ich mag es, wenn Sentimente so zusammenkommen. Passion Level 1. Jo, wie machen wir weiter? Ich sehe gerade keine Four of a Kind. Wenn die rote hier oben wäre, wäre das echt nice. Leider kommt da so keins runter. Aber wollen wir doch mal sehen. Machen wir das hier. Dann haben wir hier 4er. Mit noch einem Move. Und der rote ist ein zu weit. Ein Orangenlicher hätte ich auch gern. Ein Move mehr. Ein bisschen mehr Passion brauchen wir auch. So, was können wir sonst mit 7 schon mal machen oder vorbereiten? Broken Hearts, vielleicht Sentimental.
Also, gerade nichts zwangsweise Wichtiges. Jo, was machen wir denn Schönes? Ich hätte gerne wieder Fear of a Kind quasi. Aber ich verbaue mir auf jeden Fall eins. Nämlich das? Mehr Herzen bräuchte ich auch irgendwie mal. Jetzt müsste das hier einen runter. Meine Güte, man kann es auch nicht recht haben. So. Habe ich den Vierer da auch verbaut? Scheiß drauf. Oh, die Glocken. Die Glocken. So, mein Herzlevel ist etwas niedrig. Aber das wird mir auch nicht sehr viel bringen. Joa. Ich würde hier gern den Grün hier haben. Dann muss ich das so machen. Will ich das? Dann machen wir einfach mal. Kriegen ja einen Zug dafür. Ui. So viel Passion und es hat nichts gebracht. Noch ein Zug. Ich finde dieses Züge machen damit echt awesome. Jetzt bräuchte ich hier an der Reihe einen roten. Ich hoffe mal, das passt. Ja. Das ist sehr nice. Hier hätte ich jetzt auch gerne wieder einen roten. Leider kann ich hier nicht wirklich was runtermachen, ohne dass da so viel runterkommt. Beziehungsweise die hier vertauscht werden. Ist mal nicht so toll. Sei es drum. Will ich das hier machen oder will ich das hier machen? Ich glaube, ich will das hier machen. Ja, seht ihr? Kommt doch mal schönes Rotes runter. Krieg ich den jetzt zwei runter? Nein. Nicht so. Ich krieg hier drei runter auf jeden Fall. Wenn ich jetzt hier einen mache, dann. Nee. Das hier kriege ich so ausgelöst, das würde ich hier so ausgelöst bekommen mit Herzen. Oder in Sentimental verwandeln. You sly dog. Yes! Dann haben wir hier sogar schon die Kombo. Ja, gut. Nehme ich gerne. Den Move nehme ich auch gerne. Hier brauchen wir immer noch Rot. Boah, nehme ich gerne. Passt doch alles. Also dieses State geht locker von der Hand. Würde ich mal einfach so behaupten. So, dann machen wir noch das. Aber die nächsten werden anscheinend wieder schwerer. Ich meine, wir haben jetzt von Anfang an so viel Sentimental. Das ist sehr viel Glück. Was soll's? Aber so langsam gehen mir auch hier die Moves ein bisschen aus. Ich hätte das hier nehmen sollen statt Sentimental. Aber ey. Sei es drum. Weil dadurch habe ich gerade nicht die Punkte, die ich gerne hätte. Die Züge gehen auch bald aus. Normalerweise wäre jetzt schon quasi Game Over. Oh, dann nehme ich doch gerne. So, was haben wir noch? Erstmal Passion. Finally Level 3. Hier hätte ich auch gerne eine Glocke. Krieg ich nicht irgendwie mal mehr Rote zusammen? Irgendwie ja nicht. Jetzt müsste hier einer weiter runter. Nämlich so. Oh mein Gott. Das ist doch mal nice. So. Ich glaube, das würde ausreichen, wenn wir den hier jetzt poppen lassen würden, aber. Ja, ganz normal, ne? Nee, reicht sogar nicht aus. Aber das.
Ja, so langsam wird es wieder recht schwer. Ich meine, wir sind ja schon weit über diese Dates, die wir beim anderen Run hatten, hinüber. Und es wird ja jetzt ohne Upgrades echt schwer. Aber belassen wir das mal. Irgendwie wird es schon funktionieren. Message from Q. You're so close. Once your relationship with a girl is at 4 or more hearts, there's a good chance you can pull her home after the next date. Take her out at night, though. That's the only way you're gonna pull it off. Tja. Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber da wir am Tag eh ein Date machen können, können wir das hier wegschmeißen. That's quite alright. Nein, so wollte ich das doch nicht. Muss ich das so machen? Ah ja, muss ich. Fische wegwerfen und dann, wohin wollen wir gehen? Niki. Enjoy your day. Did you drop these fishies here? If you don't want them, can I have them? No way, give those back. Knock yourself out. Are you going to eat them? No, silly. You don't need pets. I'll take good care of them, so can I have them? Are you going to eat them? What? Das muss man leider klicken, weil sonst hat man keine Chance. Is that a tail coming out of your backside? So, are you like a cosplay or something? I don't believe we've met. Who are you? It is. I have these furry ears too. I'm Momo. I'm a kitty. But, well, I don't have a master. I don't like being a stray kitty. It's no fun. What? You're so double to be stray. Do you think so? Wait, I just got an idea. You can be my master. You're super duper nice. You'll take good care of me, yeah? I'd love to take you home with me. Ich denke mal, man kann zwar die Achievements sowieso so machen, dass man alles in einem macht, aber dadurch wird das halt extrem schwer. Ich meine, ich könnte das jetzt machen. Jedes Date von den dreien auf ja, so machen, dass ich sie da halt in der Nacht daten kann. Und die anderen Dates halt skippen. So, dann kann ich upgraden, aber dann ist es sowieso scheißegal, weil ich die anderen halt quasi nicht mehr so wirklich bekomme. Kann zwar durchspielen und dann halt sagen, ich mach das und das, aber ich würde sagen, wir konzentrieren uns jetzt auf das Update ohne Achievement ohne Upgraden und fangen da nochmal ein neues an, wo wir dann halt upgraden dürfen und machen dann nochmal die anderen Achievements. Ich weiß nicht, ob ich wirklich die 100% Achievements bekommen will, weil da müsste ich ja wirklich komplett alles mit Items haben und so eine Scheiße und das ist wirklich nicht gerade einfach. Ja, ihr seht jetzt, wir haben einen geheimen Charakter bekommen. Und, ja. Es ist immer noch morgen, das heißt, so geht das dann ganz einfach, noch einen Charakter zu machen. Amount of Flirt. Oh, dass man das auch haben darf. Ich meine, für Achievement ist dieser Run eigentlich echt geil von den Date-Items her, wie ich finde. Aber was soll's. Ich würde wirklich sagen, da das sonst zu schwer wird, relativ, ich bin ja eh nur zum Achievement hier und nicht zum Skill, dass man dann sowieso skippt. Die Dates jetzt, die unnecessary sind. Hätte ich von Anfang an gleich machen sollen, aber hey. Dadurch ist das jetzt ein bisschen schwerer geworden. Und hier haben wir Momo. Mag Romance. Und nicht Sexuality. Weil das irgendwie auch ein bisschen irrelevant ist.
Und ja, Katze. Deswegen, Niki. Ich habe mich auf die drei hier konzentriert, ne? Ja. Okay. Die anderen Charaktere lernen wir dann mal anders kennen. Oh, weil ich die Items dann nicht wieder hin und her schalten muss. Bleiben wir erstmal bei Sexuality. Oh my god, come over here and give me a hug. Hey handsome, I really enjoyed our date. Here's a preview of what I might just have in store for you next time. Ja, jetzt wird schon etwas heftiger. Oh Mann. So, haben wir irgendwas im Shop? Das, das und das und wir haben immer noch genug Geld hierfür. Das. Consume a select row of tokens. Broken heart tokens excluded. You see, auch nicht so meins. This is why I like you. You give me stuff. Und im normalen Run muss man auch so viel wegschmeißen, weil man so viel im Inventar noch hat als Reserve. Naja, würde ich mal sagen, einfach mal. Baby, where are you taking me? Go. Ja, weiß ich nicht. Das ist leider random. Noch kann man sich's nicht aussuchen. Erst später. So. Dann will ich mal hoffen, dass ich das nicht auch noch fail. Denn das wäre nicht so awesome. Ich würde gerne jetzt schon das Item hier haben, weil wir können hier sehr viel machen. Aber ja, Romans mag sie nicht, von daher. Scheiß drauf. Zwei Züge nehme ich gern. Oh, nice. Leider kostet das 8, verdammte Scheiße. Oh, ich will das jetzt auch nicht irgendwie schon machen. Das ist halt die Kacke gerade. Bräuchte noch ein bisschen Sentimente, Leute. Ja, schön. Rankommen würde ich aber auch gerne, oh mein Gott. Ja, was mache ich denn nun am besten? Thank you. Geht das so? Kriegt doch auch nicht genug. I love this. Oder genau so viel. Alles klar, Oh my gosh. I love this. Level 2, das ist akzeptabel. So, dann hier noch ein Move. Yay. Die Date-Items finde ich echt geil in diesem Run gerade. Ich meine, so viele, die ich noch nicht habe und die so gut. Beziehungsweise noch nicht hatte. Jetzt haben wir hier allerdings auch sehr viel Sentimental. Und 4 Kombis oder mehr sehe ich auch gerade nicht so wirklich. Aber was soll's. So, was machen wir jetzt am besten? Wäre der hier nur einen weiter nach da? Das ist die falsche Richtung. Leider. So, das bringt uns einen Move mehr. That's my baby. Ich hätte jetzt das alles gerne noch einen runter. So läuft das doch. I love this. So, dann haben wir hier noch einen Vierer. So, können wir noch irgendwo einen Vierer aufbauen? Sieht gerade nicht danach aus.
Brot will ich lieber sparen. Irgendwie sieht das gerade nicht so danach aus, als ob das was wird. Eieiei. Noch doof. Seit wann her konnte ich das jetzt aktivieren? Mein Gott, ich muss mal mehr auch darauf achten, das sage ich immer wieder. Ach. Das hätte ich auch gerne, nämlich gerade genommen. Was soll's. Nehme ich das. Schwer zu sagen, was ich da nehmen sollte. Ich mach mal einfach das hier. So. Verdammt. Müsste diese Reihe hier noch einen runter. Aber es geht so. That's my baby. Das ist gut. So. Jetzt will ich aus dem hier einen Vierer machen. Wie geht das am besten? Damit schon mal nicht. Aber ich glaube, ich mach's trotzdem mal. It's beautiful. Genau deswegen. Und jetzt kann man ja immer noch ein bisschen weiter rumbasteln. Frage ist nur, wie mache ich das jetzt am schlausten? Irgendwie kein Anfang und kein Ende, ne? Bringt mir halt auch nicht viel. Und schon gar keine roten irgendwie in Kombination. Machen wir einfach mal das. Ach Mensch. Nicht irgendwie rote zusammenbringen. Ich glaube, das wird nichts. Eieiei. Und da habe ich am Ende wieder gefailt. So, hier hätte ich jetzt gerne auch noch eine Glocke. So nicht wirklich die roten zusammen. Jedenfalls nicht so, dass ich mir sie sinnvoll benutzen könnte. Ach Mensch. That's my baby. Bisschen Moves sparen, machen. Und dann würde der hier unten sein. Könnte funktionieren. Nein, jetzt nicht mehr. Oh Gott. Ja gut, damit ist das Date gefailt. Ich sag, beim nächsten Mal probieren wir es dann halt nochmal. Bis dann, viel Spaß und tschüss.